Okay. Vielleicht mal einen Block platzieren. Oder warte, warte. Wow, Alter, die Matrix-Challenge. Was hat das mit der Matrix zu tun? Wenn ich heute einen Block abbaue oder platziere, passiert das in meiner gesamten Minecraft-Welt überall, in jedem einzelnen Chunk. Denn unsere Minecraft-Welt ist heute synchronisiert. Bedeutet, es sind uns unendlich viele Möglichkeiten gegeben, verrückte Sachen auszuprobieren. Was passiert, wenn ich versuche, einen Wither zu spawnen? Wenn ich einen Beacon aktiviere, bedeutet das, dass ich in jedem Chunk in der Minecraft-Welt einen Effekt habe? Könnte ich eine Minecart-Strecke bauen, die mich durch die gesamte Welt führen wird? Das sind Sachen, die wir heute herausfinden werden. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst unbedingt eine positive Bewertung da. Abonniert diesen Kanal, damit wir eventuell bald schon die 900.000 Abonnenten knacken können. Es ist ein einziger Klick und würde mich riesig unterstützen. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Achso, und Stegi ist heute dabei. Was würde denn ein YouTube-Zuschauer denken? Was ist das, was ich mir gerade angucke? Schreibt es doch mal gerne in die Kommentare. Es ist der heutige Gast! Yay, Hyperbole! Alter, die Matrix-Challenge. Was hat das mit der Matrix zu tun? Das weiß ich nicht, aber das ist halt einfach so geil chunkmäßig, so weißt du es. Warte mal, du hast jetzt nur diesen einen Dirtblock platziert. Also ich verstehe jetzt wirklich gerade nicht, was du gemacht hast. Ich habe einen Dirtblock platziert und habe es geschafft, dass er in jedem Chunk an der gleichen Stelle platziert wird. Nein, also ist es nur bei dir so? Bei mir wird es nicht angezeigt. Richtig, jeder Block, der abgebaut und auch platziert wird, wird in jedem einzelnen Chunk, den es auf der gesamten Minecraft-Welt gibt, synchronisiert. Natürlich sehe ich es, das ist die Challenge. Stegi, glaubst du mir nicht und willst es jetzt erstmal rausfinden, oder was? Ich glaub dir das schon. Stegi, was ist jetzt gerade dein Plan? Stegi, das stimmt schon, du kannst mir ruhig glauben, das ist die Challenge. Guck mal. Ich lese da eher ein I gerade. Oh. Der Server hat sich gedisst. Der hat zu dir I gesagt, weil du eklig bist. Kannst du bitte dein I wieder abbauen? Bleibt es jetzt für immer so da? Naja, du kannst es aber auch wieder abbauen, ne? Die Blöcke sind eben synchronisiert mit Platzieren, wie eben auch Abbauen. Also pass auf, du bist dir aber auch bewusst, was wir für kranke Möglichkeiten haben, richtig coole Sachen zu starten. Was fällt dir so ein? Was sind so Sachen, Konstruktionen oder vielleicht sogar Vorteile, die wir aus dieser Challenge vielleicht rausziehen könnten? Ich habe ein Informationszentrum gebaut. Du musst herausfinden, wo du Informationen bekommst. Was denkst du? Ja, ich würde sagen, beim I gibt es vielleicht Infos. Ja, beim Informationszentrum. Ah, Stegi, warte mal. Bleib mal an einer Stelle im Chunk stehen, ne? Wenn wir uns jetzt nebeneinander stellen, kann ich für dich auch schon eine Treppe nach unten bauen. Guck mal. Oh. Siehst du unter dir gerade, wie sich eine Treppe ergibt? Oh. Cool. Bau schneller. Ja. Schneller. Ja, bleib doch ruhig. Stegi. Danke, wirklich. Danke, Stegi. Das mache ich. Ey, also, kein Ding, wirklich. Danke. Was ist das Problem? Ich habe kein Problem. Hast du ein Problem gerade? Nee, eigentlich ist es voll gut alles. Für mich auch gerade. Ganz angenehm. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich dich heute hier eingeladen habe, mit dir gemeinsam diese Challenge zu spielen. Junge, das ist ja mal so geil. Junge, überall sind Crafting-Tables entstanden. Dankeschön. Alter, die habe ich gebraucht. Stegi, ich sag dir eine Sache, ne? Ich gebe dir mal einen Tipp, was ultra krank ist und was du unbedingt mit mir heute machen möchtest. Strip-Mine. Bridgen. Strip-Mine? Strip-Mine. Ja klar, du musst durch einen Chunk bauen und dann kannst du einfach durchlaufen. Das sieht so dumm aus, was haben die gebaut? Stegi, wirklich, dein I ist hässlich. Das wird jetzt abgebaut. Das I ist das größte Problem, deiner Meinung nach? Ja, du hast ja noch nichts gecraftet, musstest dich nirgendwo hochbauen oder so. Ich mache hier die Arbeit. Du weißt auch, dass wir nie wieder eigentlich auf dem normalen Boden laufen müssen, oder? Warum nicht? Ja, wir können uns da einfach schnell einen Highway bauen. Oh. Oh, Stegi, ich hab Essen für dich gespottet. Hol dir doch ein paar Berries hier. Oh, können wir die vermehren dadurch? Nee, aber du kannst sie einfach mal die gönnen. Theoretisch können wir die doch echt platzieren und dann würden die überall platziert werden. Und dann? Ja, das wird ja nicht dupliziert damit. Aber wenn du die anbaust, dann wenn du jetzt hier Dirt hinbaust und dann halt eine Berry drauf baust. Dann soll das nicht sein. Du hast recht, die wird überall wachsen und dann kannst du die überall auch wieder rechtsklicken. Ja, ich habe hier schon unser Essen vorbereitet. Wollen wir heute den ganzen Tag nur diese Teile essen? Ja, es ist All You Can Eat Essen. Liege wie? Ich gehe auch zu einem.
Oh mein Gott, wie schlau. True, wir brauchen ja nur ein Bett. Es ist ja... Ich habe daran gar nicht gedacht. Digi, wir haben doch eine riesen Möglichkeit, was richtig Cooles zu machen. Möchtest du eventuell mich begleiten auf meiner Reise? Ich möchte dich begleiten. Rolltreppen. Wir suchen ein Dorf. Wie das aussieht. Und es wird gelaufen. Was sagst du zu unserer Konstruktion? Sieht schon stylisch aus, oder? Nee, sehr, sehr hässlich. Also so krass. Was? Stell dir mal vor, du würdest das einfach manuell mit der Hand bauen, wie lange das dauern würde. Ja. Wollen wir eine große Caving-Tour auch zusätzlich machen? Ja, wir können es vorbereiten. Lauf du mal rechts weiter, ich würde links laufen, okay? Okay, wer ist schneller? Ja, okay, ich bin super weit hin. Es gibt auch eine Sache, die ich ganz gerne mit dir testen würde, was ich noch nicht gemacht habe, woran ich mich noch nicht getraut habe. Bleib ganz kurz stehen, es könnte sein, dass es dich umhaut. Halte dich ganz gut fest. Stiggi. Ich sag nur drei Buchstaben und zwei davon sind gleich. GHG. Ey, aber gut, guter Call, holy shit, ja. Es sind auch zwei Konsonanten. TNT! Oh, wie gut, ja. Ich glaube, es ist nicht schlau, wenn wir mit TNT hier eine Aktion starten. Aber andererseits, jeder von uns möchte sehen, was passiert, wenn wir vielleicht ein bisschen was zünden. Ein bisschen TNT sollte klappen. Na, ich glaube, wenn wir drei TNT haben, dann können wir eigentlich eine Kette machen. Verstehst du? Und dann... Oh. Ja. Pass auf, Stegi. Wir beide. Ja. Wir wollen doch bestimmt herausfinden, wie das ist, wenn in jedem Chunk ein Beacon ist, oder? Okay. Das klingt auch nach, wenn ich einen Wither in einem Chunk platziere, dass auch in jedem Chunk ein Wither ist. Oh. Aber lass trotzdem machen, vertrau mir mal. Das ist eine von meinen Ideen. Wie genau fahren wir jetzt zuerst mal Eisen oder so? Ich würde sagen, jeder kümmert sich erstmal um eine Menge Essen, dass wir viel Essen haben. Dann gehen wir runter auf Höhe 11, farmen, Stripmine-Gang mäßig, Eisen, Gold und Dias und Kohle. Und dann kümmern wir uns um alles Weitere. Und du baust jetzt erstmal die Brücke ab, okay? Die ganze Brücke? Ja, du tu mal nicht so, als ob das so viel wäre. Oh. Mann, Stegi, was hast du gedacht? Ist hier so ein entspannter Abend oder was? Ja. Oh, ich glaube, Stegi baut ab. Ja. Wie machst denn du das? Du hast zwei Blöcke vergessen. Ey, man kann richtig schön kontrollieren, was du für Arbeit machst gerade, ne? Ja, aber so kann ich ja auch kontrollieren, was du machst. Und zwar ändert sich da unten nichts. Das heißt, du chillst einfach nur die ganze Zeit. Du, was ich Junge, mach. Weißt du, wie viel Essen ich geholt habe? Ja, du hast den Block gerade abgebaut. Nein! Hast du nicht gesehen, was da drauf war? Oh, nein. Oh nein, die waren gerade überall gewachsen. Okay, pass auf, Stegi, wir gehen jetzt caven. Wo bist du eigentlich? Ich laufe hier noch auf unserer Insel rum und schaue mich ein bisschen um. Ich bin Genießer. Okay, Stegi, sag mir nochmal deine Koordinaten. Ich komme jetzt zu dir, jetzt reicht's mir. 2883 und minus 74. Ich stehe direkt an dem Crafting Table. Ich stehe jetzt direkt unterm Crafting Table. Unterm Crafting Table stehst du? Ja. Versprochen. Ich verspreche es dir. Okay, beweg dich nicht, ja? Wir treffen uns unten, okay? Auf Höhe 11 oder was? Ja, ich baue uns jetzt runter auf Höhe 11. Okay. Okay, ist unter dir ein Block weggegangen? Oh, ja. Ja. Funktioniert das? Ja, ist ein Traum. Soll ich weiterbauen? Nee, warte ganz kurz. Was sagst du? Nichts. Ich guck mir was Interessantes gerade an. Und du? Ja, ich baue hier. Stehst du denn auch im Loch? Ich stehe auch im Loch, ja. Ja, dann sag, was ich mache. Du baust gerade Cleanstone ab. Gerade vor dir. Jetzt wieder, ein. Warum baust du nicht weiter runter? Jetzt hast du wieder einen abgebaut. Ja, dann komm doch mit runter. Ich bin doch mit unten. Ja, du baust doch für mich ab. Du hast jetzt nochmal zwei Blöcke abgebaut. Hast du keine Spitzhacke mehr? Ich habe keine Spitzhacke mehr. Jetzt baust du gerade Kohle ab. Du baust nochmal Kohle ab. Aber bei dir ist doch noch keine Kohle. Hey, bei mir war auch Kohle. Warte mal, ich kann ja einfach mal das Essen. Ich kann das Essen einfach mal vor mich droppen. Mach mal den Dirtblock weg. Ich habe jetzt gerade Fleisch runter. Ich habe jetzt gerade Fleisch vor mich geworfen. Ist es bei dir jetzt auch da? Nee. Ich bin bei so einem Startloch, bei dem halt Wasser reinläuft gerade. Oh, hier hinten! Ich habe dich gefunden! Ich habe wahrscheinlich dein Loch halt gefunden gerade. Nein, ich stehe woanders. Ich stehe auf derselben Höhe wie du. Und ich habe jetzt einfach. Mau, du bist hier doch irgendwo. Wow! Ich check's trotzdem nicht ganz. Was checkst du nicht? Standest du denn in dem Loch, als du runtergebaut hast? Steh, ich stand die ganze Zeit hier. Ich war doch selbst an der Oberfläche und du hast runtergebaut. Dann wirst du dir wohl das Video angucken müssen. Und lass eine positive Bewertung da. Jo. Ich hab's trotzdem nicht verstanden. Okay, pass auf. Nächster Schritt, wir gehen auf Höhe 11. Denn auf Höhe 11 gibt es auch Eisen. Okay, einigen wir uns darauf, dass diese Konstruktion so stehen bleiben darf. Dieser Crafting Table mit dem Ofen. Okay, das darf. Ja. Ich würde sagen, wir machen ein kleines Cave Battle. Wer caved innerhalb der nächsten 10 Minuten besser? Wie viel Eisen hast du? Kein Eisen. Okay, ich werfe meins weg. Ich habe zwei gehabt. Und es geht jetzt darum, wir stoppen die Zeit. Bei 45 Minuten geht's los und bei 55 beenden wir. Einfach, wer ein besseres Inventar nach 10 Minuten hat, okay? Hey, du cheatest! Junge, ich sehe, wie du machst die Eisen einfach. Hä? Du blöder Cheater!
Das ist so gemein. Ey, ich hab dich so erwischt. Oh mein Gott, das machst du immer schon so, oder was? Nein, lass mich kurz irgendeine Ausrede ein. Es geht los. Ich wollte hier Eisenspitzhacke machen. Zack, let's go. Es geht los. Cool, dass du das vorher auch mit mir kommuniziert hast. Baust du gerade alles ab? Ich sag dir nicht, was ich mache. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich eine Eisenspitzhacke habe. Weil der feine Herr... Die Zuschauer müssen einfach am Ende entscheiden, wer hat besser gefarmt. Okay, ich hör auf. Junge, was? Oh mein Gott, Schick. Ey, ich nutze alle Mittel, um zu gewinnen. Junge, wie weit hast du diesen Gang durchgezogen? Ich habe in beide Richtungen, glaube ich, komplett zugemacht. Mann, das ist vollkommen dämlich, weil du den Gang auch benutzen willst. Hallo, hallo. Digga, ja, das ist so gefährlich, was du gerade gemacht hast. Ist mir egal, ganz ehrlich. Wir spielen hier mit allen Mitteln. Okay, und stopp. Nichts mehr abbauen. Nichts mehr abbauen. Du baust gerade ab, ich schwöre es. Wir rechnen kurz zusammen. Wie viel Kohle hast du? Auf Kohle habe ich mich nicht spezialisiert, deswegen habe ich leider nur 34 Kohle. Ich habe 9. Ein Punkt für mich. Nein, die Zuschauer sollen am Ende entscheiden, wer hat besser gecaved. Okay. Wie viel Gold hast du? Ehrlich oder darf ich ein bisschen übertreiben? Hä, ehrlich? Okay. Hä? 7 Gold. Okay, ich habe 27. Wie viel Eisen hast du? Ich habe aber 7 Blöcke. Wie? 7 Goldblöcke. Ja, klar. Ja, Digga, 7 Ingot, scheiß, ja. Mann. Es ist gar nichts, was ich habe. Okay, was hast du an Eisen? Weiter, 55. Wie viel hast du wirklich? Ja, 55, aber ich habe einen noch geschmolzen, weil der geschmolzene zählt dann mehr auf jeden Fall. Faktor 10. Okay, ich habe auch einen geschmolzenen, also ich auch Faktor 10. Nein, du hast es schon davor gemacht, bevor die Challenge gestartet hat. Nein, was? Nein. Du hast eine Bierspitzhacke, what the fuck? Ja, ist doch schlau. Ja, nein, aber das ist doch gegen die Regeln. Was für gegen die Regeln? Du hast ohne die Regeln überhaupt besprochen zu haben, einfach dir eine Eisenspitzhacke gemacht. Ja klar, ich kenne mir dann auch irgendwie eine... Natürlich ist es dann schlau, dass ich eine Dia-Spitzhacke mache. Einen automatischen Smelter machen können oder so eine Dia. Was für Smelter? Was laberst du? Okay, also ich habe 96 Eisen. Ja, Digga, du hast gecheatet, ja? Okay, weiter. Wie viele Dias hast du? 10! Ich habe 16 und ich habe eine Spitzhacke mir auch gemacht. Ja, du hast auch Fortune und so. Dafür hab ich... Ja, ich hab Fortune, oder? Ich habe versucht, an das Herz zu appellieren. Deswegen habe ich die einzige rote Ressource gefarmt. Die wäre... Eine Rose? Richtig. Ich habe Redstone gefahren. Und daher konnte ich eine Bankroll von 3,5 Stacks anfarmen. Okay, wir sind ja noch nicht fertig. Es gibt ja noch weitaus mehr Ressourcen, falls du mal in der... Oder du hast einfach, du hast 3,5 Stacks Redstone abgebaut und einfach Kupfer und so. Steh, ich muss dich ganz kurz fragen, weißt du, dass wir diesen Wettbewerb gemacht haben, um sinnvolle Ressourcen zu farmen, die wir auch wirklich noch brauchen? Wozu brauchen wir fucking Kupfer und Redstone? Und vor allem so viel? Ja, ihr könnt es auf jeden Fall gerne in die YouTube-Kommentare dann schreiben, Leute. Dann wissen wir alle Bescheid. Es ging ja jetzt auch nur darum, dass wir echt erstmal ganz gut equipped sind, weißt du? Ja, ich würde sagen, ich bin gut equipped. Du einen Ticken noch besser, aber ja. Ich würde sagen, ich mache schon mal was fürs Team und farme Obsidian. Oh, guter Call. Ich habe noch ein bisschen Diamanten. Alter, holy, läuft. Ja, Mann. Alter, geiler Typ. Wo bist du nun gerade? 3663 minus 128. Kannst du mal zum Crafting Table gehen? Bin ich. Stehst du davor? Ja. Machst du einmal die Augen zu für mich? Ich mache die Augen zu. Okay, Augen sind zu. Ja. Wenn du dir eine Sache wünschen könntest. Beacon. Pferd. Ja, fast. Piglin. Du kannst die Augen wieder aufmachen, deine Überraschung ist da. Hey. Ich hab dich verarscht, ich stand da gar nicht. Nein, for real standest du da wirklich nicht? Nein, natürlich nicht. Du hast mir nicht vertraut, obwohl ich Obsidian in meiner Hotbar hatte? Schau an, wie ich es aufbaue. Natürlich stand ich da drin. Scheiße. Ja. Yeah. wir müssen das Obsidian zusammen abbauen, alles okay? Aua. Warte, was wollten wir alles noch machen? Also theoretisch TNT auf jeden Fall. Ja. Beacon war deine Idee. Ja. Okay, dann bauen wir auf jeden Fall ein Dorf mit Looting 3. Das kriegen wir mal hin. Ich komme zu dir und dann geht's ab. Warum baust du random Cobblestone in die Luft? Ja, das ist vielleicht bei dir random in der Luft. Bei mir hat das einen Sinn und Zweck. Okay, Stegi, was steht als nächstes an, nachdem wir uns jetzt wirklich krass equipped haben? Nether. Würdest du in den Nether gehen? Wo läufst du hin? Wo bist du? Du bist an mir vorbeigelaufen. Du siehst irgendwie anders aus. Ich bin eingebaut. Oh, aber in welchem? Okay, bleib mal so, das ist übertrieben krass eigentlich. Ich muss jetzt herausfinden, in welcher Kapsel du eingebaut bist. Ich habe auch ein paar Phantoms erstellt von mir. Okay, das ist ehrlich krass. Kalt, 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 wärmer, wärmer, oder?
Wo bist du? Hast du mich nicht gesehen? Nee. Hallo. Oh. Hallo. Alter, coole Rüstung. Wir sehen aus, wir sehen wirklich so aus, als wenn wir beide kurz im Game Mode waren. Waren wir auch. Ja, wir haben uns lange nicht gesehen. Ich weiß, was du vorhast. Ich komme zu dir rüber. Hallo. Oh, oh, Human Centipede. Oh, oh, oh. Was? Okay, pass auf. Plan. Stegi. Ja. Wir wollen Ludin 3 anholen. Wir brauchen Wither. Und dafür sind wir jetzt auch schon mittlerweile gut equipped. Ja. Das heißt, wir suchen ein Dorf. Wie suchen wir ein Dorf? Indem wir eine Autobahn bauen. Wir brauchen eine Autobahn. Okay, pass auf. Es gibt ein paar Schritte, die wir befolgen müssen. Hast du Redstone? Ja. Danke. Bau eine Brücke nach oben und dann eine Autobahn schon mal vorbauen. Auf Höhe 90 oder so. Man. Unser Aquädukt ist fertig. Ja, geht sofort los. Oh, das sieht cool aus. Das sieht nach einer sehr coolen Konstruktion aus. Ja, komm mal hoch. Oben sieht es noch viel besser aus. Bei der Konstruktion, die ich bauen möchte, haben wir ein Problem, weil Redstone immer nur in einem bestimmten Bereich geladen wird. Aber ich habe natürlich ein Redstone-Knowledge, das uns in dieser Situation weiterhelfen kann. Oh, mein Gott. Mhm. Alter. Kannst du dir selber eine craften? Ach, man kann da nicht zu zweit rein, ne? Nee. Ich würde sagen, ich bin jetzt eigentlich so gut wie ready. Alright, nächster Halt. Dorf! Sind wir schon da? Oh, es läuft! Natürlich, du musst richtig beschleunigen. Aber jetzt trotzdem irgendwie nicht so schnell, oder? Oha, was ist daran nicht schnell? Was würdet ihr tun, wenn er dich verfolgt? Schneller fahren. Oh, no! Nein! Einmal aussteigen. Weiter geht's! Bin vorne! Oh, guck mal, hier könnte es gut nach dem Dorf aussehen, ne? Ja, ja. Boah. Oh, Mann. Was denn? Das ist halt nochmal manchmal so. Stegi, du bist am Meckern. Schieb mich mal an. Oh, ja. Oh, jetzt, Alter, Waggon. Oh. Danke dir. Ciao. Ciao. Ey, wir haben ein Dorf gefunden. Es hat funktioniert. Jawohl. Jackpot. Aussteigen. Willst du alles abbauen? Ja, ich würde die Holzdinger wieder abbauen, oder willst du es stehen lassen? Ja, klar, eigentlich schon. No, no, oh no, das kann nicht sein. Ich hatte damit so hart gerechnet, ich war mir nicht sicher, so reicht das, ist es hoch, wie hoch ist es? Ach komm. Nein, oh Mann, ich habe auch gedacht, okay, ja, ich werde safe gleich ein MG machen müssen. Das Problem ist, ich hatte einen Eimer, aber noch gar kein Wasser drin, weil ich den Obersten. Nein, du hattest, oh mein Gott. Junge, ich will den Wither sehen.